Ich habe heute keinen Bock nach Monstro. Wir fliegen nach Atlantica. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Kingdom Hearts Final Mix. Hier ist eure Scarlet Orisa mit einem doofen Intro. Aber ist egal, wir warpen jetzt nach Atlantica. Weiße Triotech steht auf dem Plan und ganz viele Harpuron-Special. Wir brauchen Donnerquarz. Dringend. Das ist das wichtigste Item, also für mich persönlich, was man hier in Atlantica holen kann. Und das brauchen wir. So, wir fangen dann mal in Tritons Gemach an, weil wir dann in der Nähe der weißen Triotech rausgelassen werden. Und wie ich dich vermisst habe, Atlantica. Not. Im Ernst, ich habe dich so vermisst, Atlantica. Überhaupt nicht. Aber wenigstens sehen wir gut aus. Mit Sternentreue, dem Stab und dem Schild. Und im Übrigen, für diejenigen, die es noch nicht wussten, Goofy ist immer eine Schildkröte. Aber ich musste das mal sagen. Und wir sind jetzt hier noch im guten Atlantica. Nur mal so nebenbei. Ja, es gibt auch noch ein schlechtes Atlantica. Besser bekannt als Kingdom Hearts 2 Atlantica. Ach, davor graut es mir. Im Übrigen, wisst ihr eigentlich, was da los ist? Die bringen irgendwie kein Release-Date. Das ärgert mich voll. Also langsam werde ich auch ungeduldig. Ich bin ja nun jeden Tag auf meinen News-Seiten unterwegs. Ich bin ja auch im Forum. Und mache da irgendwelche Scheiße, wenn ich mal gerade nicht aufnehme oder mal was anderes mache oder Schule oder Bewerbung oder so. Und hab da ein bisschen Spaß. Und, absolute Newsflaute. Man hört überhaupt nichts mehr. Und ich meine überhaupt nichts. Es ärgert mich total, weil ich... Im Gegensatz zu... Obwohl, ich glaube, wie viele andere Menschen muss ich für meine Spiele, für meine Sachen planen. Und ich muss sehr viel Geld immer dafür zurücklegen. Von dem bisschen, das ich zur Verfügung habe. Und könntest du vielleicht mal nach oben schwimmen, wenn du nach oben schwimmen sollst? Und... Wieso tauchen hier keine Harpuron auf? Und keine Fugus. Ich will die Riesenfische sehen. Ich will nicht immer nur die ganze Zeit die kleinen Scheißquallen. Gebt mir das, was das Donnerquarz runterfallen lässt. Ja, nö. Nee, aber ich hoffe, dass da bald mal was gesagt wird wegen KH2 Final Mix, weil... Es regt mich jetzt irgendwie schon auf, dass nichts mehr kommt. So, weiße Triotech. Und wie Goofy sie erstmal. Das ist lustig. So, was kriegen wir? Orihalkon. Naja, da wir seit dem letzten Part jetzt 10.000 Taler mehr haben, ist das eigentlich nicht mehr so. So, was? Ja, ja, ihr seid da. Donnerquarz. Ich weiß, meine Chancen auf welches ist gering, aber ich hatte immer so viel Glück bei diesem Item. Lasst mich nicht im Stich. Gebt mir was. Wenn nicht, dann gebt mir Taler. Upsala, ich hab Schluck auf. Herrlich. 70. Part und sowas. Na gut. Dann los. Ab ins Meeresgebirge. Und yes, noch mehr Chancen auf Donnerquarz. Das ist alles, was ihr, glaube ich, in diesem Part von mir zu hören kriegt. Donnerquarz! Ich will welches haben. Ganz viel. Ich bin süchtig. Ich bin süchtig nach Donnerquarz. Nicht nach Luzidkristalle. Donnerquarz, gib mir meinen Schuss. Komm her. Na toll. Ah, Mist. Na gut, dann dürfen wir jetzt nochmal die hier besiegen. So, schön die MP einsammeln, damit wir genug davon haben. Jetzt kommen diese kleinen Viecher und wir haben einen Cyanidstein bekommen. Das ist natürlich auch sehr gut. Cyanidsteine sind auch wichtig. Aber nicht so wichtig wie Donnerquarz, weil Donnerquarz einfach seltener ist.
Weil Donnerquarz nicht so oft fallen gelassen wird. Deswegen bin ich gerade auf Donnerquarz zu scharf und ich meine auch Donnerquarz war nötig für Abilitamin und... Ganz ehrlich, wer braucht kein Abilitamin? So, euch darf man nicht mit Blitz angreifen, weiß ich. Ich habe nicht vergessen, dass ihr unempfindlich gegenüber Blitz seid. So. Na gut, ich frage mich, ob hier noch Gegner sind. Vermutlich, wenn, dann weiter unten. So, hier unten noch. Einmal lang schwimmen. Nein, hier ist nichts. Dann höher. Nicht der Effin-Flosse. Höher. Und was ist? Hier sind nur Schattenquasare. Macht nichts. Euch besiegen wir natürlich auch gerne. Hier kommt im Übrigen die Kingdom Hearts-Logik wieder zum Tragen. Was passiert, wenn man Blitz unter Wasser einsetzt? Ist egal. Es hat auf Sora und den Rest keine Auswirkungen. Ich weiß, ich bin fies, dass ich so eine Sachen immer aufbringe. Komm her. So. So, noch mehr. Yes. Ja, Donnerquarz. Ah, ist das schön. Ja, und neben den Harporons sind übrigens diese Fische die einzigen, die fallen lassen. Also... Ich glaube, bei diesen runden Fischen ist die Chance sogar noch geringer, dass man irgendwas kriegt. Dementsprechend sind wir doppelt lucky. Na gut, auf zum Meeresidyll. Und... Hä? Ach so. Moment, hier ist eine Ruhe, die ich tatsächlich übersehen habe. Upsala. Und Cyanidstein. Tatsache. Mega-Potion. Cool. Dachte, ich hätte die geholt. Na egal. Dann haben wir es ja jetzt. Wie kommen wir hier wieder? Ach da. Da kommen wir wieder raus. Zum Meeresgebirge. Mal sehen, vielleicht kommen ja jetzt die Herzlosen alle wieder. Das wäre natürlich toll. Scheint nicht so zu sein. Andere Richtung. Pfeilschnell schwimmen wir mit unserer Schwanzflosse. So. Dann hierher. Nicht ins Meeresidyll, sondern in die andere Richtung. Ach stimmt, hier war das ja noch mit dem Pink Fungi. Das müssen wir auch noch machen. Dankeschön. Stimmt, der hier ist ja auch feine Mix exklusiv, der Pink Fungi. Das heißt, den können wir auch gut gebrauchen. Der lässt auch ein paar nette Sachen fallen. Unter anderem Freudenkristall, wenn ich mich richtig irre. Also sozusagen die Erweiterung von Freudentau. Und da Freudentau schon übelst selten ist und Freudenkristall noch ein bisschen schwerer zu bekommen ist, ja. Könnt ihr euch ja vorstellen, was es hier... für einen Spaß geben wird. So, ich mache jetzt im Übrigen Stopp, damit wir ihn öfter schlagen können. So, 14 Treffer. Das ist natürlich nichts. Das ist eine Potion. Das ist schlecht. Ah,
Aber gut, wir haben es versucht. Wir haben es versucht und versagt. Stattdessen haben wir hier wieder die Gelegenheit, episches Donnerquarz zu bekommen. Das zwar leider nicht ganz so gut ist wie ein Freudenkristall, den wir eigentlich bräuchten. Sogar noch eher als Donnerquarz, aber was soll's. Wie krieg ich denn das auf? Ne, Moment, wie war das? Nein, kein Äther. War das nicht Feuer? Krieg ich denn das nochmal? Ah, verflucht. Ist explodiert. Nicht gut. Explosionen sind nie gut. Lassen uns mal treiben. Wo landen wir? Hier landen wir. Fragt sich nur, wo hier ist. Jedenfalls an einem Ort, wo wieder sehr nette Herzlose auf uns warten und dementsprechend. Da ist wieder der Delfin, unser süßer Freund. Wo landen wir denn, wenn wir hierher schwimmen? Ach, da landen wir bei der Muschel der Ruhe. Okay. Wir hauen mal die weiße Muschel, wenn ich mal könnte. So, nee, da haben wir alles rausgesucht. Denn na gut, wir schwimmen mal hier durch. Dank Delfinflosse können wir das ja. Wenn auch nur sehr langsam. Nee, hier sind wir beim Wrack. Das ist falsch. Da wollte ich nicht hin. Was? Moment. Hier ist ein Boss. Das kann überhaupt nicht sein. Ah, verflucht. Ach, hier ist der Weg zu. Okay. Ach stimmt, das war ja da, wo Ursula gewütet hat. Was ist da hinten? Da will ich mal hin. Ich vermute, weiter als hier komme ich nicht hin. Nein, unsichtbare Wand. Dann. Hui, lassen wir uns zurücktreiben. Okay, hier ist Atlantika. Ja, dann schwimmen wir da hin. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich in diesem Part ein bisschen mehr erreiche, als nur die Triotech einzusammeln. Aber gut. Was soll's. Ach, hier landen wir wieder bei der Meeresströmung. Na toll. Aber an einem anderen Platz. Also das ist dann auch wieder in Ordnung. Vermutlich sind wir hier gelandet. Also haben wir hier die Gegner gehabt. Gut. Gegner besiegt. Was ist hier hinten? Ah, hier hinten ist Atlantika selbst. Dann können wir uns ja hier noch mal ein bisschen umsehen. Ein paar Herzlose besiegen und so. Harpurons treffen, das ist gut. Und yes, Donnerquarz. Also ich werde hier auch offscreen eine ganze Zeit lang sein, auch. Ich mache ja zwar das meiste von Itemsuche her onscreen, aber halt nicht alles. Einfach, weil ich es nicht zu sehr übertreiben will.
Ich meine, wisst ihr überhaupt, wie hoch die Chance ist, Freudentau bei einem Gifungi zu kriegen? Nicht so, nicht sonderlich hoch. Und ich bin ehrlich, das werde ich nicht alles drin lassen. Das wollt ihr nicht sehen, das will ich nicht sehen. Weil ich mache mir ja bei meinen Parts immer ein bestimmtes Ziel. Auch mal so allgemein gesagt. Ich gehe immer mit dem Wunsch daran, dass es ein Part ist, den ich mir selber auch angucken würde. Ich denke auch, das ist das Beste, was man als Let's Player tun kann, dass man wirklich auch sagen kann, so, ich will es so aufnehmen, als wenn ich als normaler Zuschauer gucken würde. Also, ich drehe Parts so, dass ich als normaler Zuschauer sie gucke. Ja, ich denke, das trifft es. Weil dann weiß man auch, dass man hinter seinen eigenen Werken steht. So. Drei Donnerquarz. Das ist nicht sonderlich viel. Da hätte ruhig mehr rauskommen können bislang. So. So, bei euch kann man ja Blitz einsetzen. Aber ihr seid wirklich gut, dass ihr euch teilt, weil jedes Mal, wenn ihr euch teilt, gebt ihr zusätzliche Erfahrungspunkte. Einmal der Große besiegen bringt 180 und dann nochmal jeder Kleine 72. Das ist nicht schlecht. So. Büschen geheilt. Dann können wir ja mal hierher zur Muschel der Ruhe. Hm. Ich weiß nicht. Soll ich jetzt noch wirklich was in dem Part zeigen? Ich meine, so viel haben wir jetzt nicht mehr bekommen. Deswegen würde ich glatt meinen, dass ich hier den Part jetzt schon beende, den 70. Und dann werde ich mich offscreen noch um ein paar Donnerquarz kümmern, weil noch ist es ja nicht so, ich zeige ja nicht, ich habe es ja gerade gesagt, ich zeige ja nicht alles bei der alten Suche einerseits. Andererseits ist es auch so, das ist jetzt noch nicht die komplette Itemsuche, weil wir können noch gar nicht alle Items finden. Wisst ihr nämlich auch wieso? Weil wir noch gar nicht alle Herzlosen getroffen haben. Ich denke, ich habe das auch schon mal gesagt. Ich wiederhole mich ständig, bla bla bla. Ist egal, ich kann es nur nicht oft genug wiederholen. Weil ihr jetzt einfach denkt, wieso findet sie kaum was in den Parts? Muss man halt dazu sagen. Und in diesem Sinne würde ich dann jetzt auch sagen, nach 18 Minuten sonst was, kann ich diesen Part auch mal beenden. Bis zum nächsten Part, Leute, wenn wir dann in irgendeine andere Welt aufbrechen. Vermutlich Monstro oder Nimmerland. Ja, und in diesem Sinne dann, ich entscheide mich kurz vor Partbeginn. In diesem Sinne, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.